Juni sind wir gestern abgefahren um 6.30 Uhr in der Trainingswohnung. Ja, und dann könnten wir noch aufschreiben, was für dich am schönsten war gestern oder am wichtigsten. Wo wir alle durcheinander gegangen sind und uns begrüßt haben. Das fand ich auch ganz toll. Man stand immer plötzlich vor jemand anderem, ne? Der einen anlachte. Als Philipp zu uns kam, da konnte er auch vieles überhaupt noch nicht. Weil, ich weiß nicht, zu Hause wurdest du ziemlich verwöhnt, ne? Immer noch. Von Mama, wie die meisten, ne? Die von zu Hause kommen. Und gerade Leute mit Handicap werden noch mehr verwöhnt, weil die, weiß ich nicht, ob die Mütter ihnen nichts zutrauen oder so, ist manchmal so. Oder glauben, dass sie so arm sind. Bei uns sind sie nicht so arm. Na. Hast du schon an solchen Austauschen oder Begegnungen teilgenommen? Nein. Und wie ist es jetzt für dich? Ja. Er hat noch nicht teilgenommen und jetzt ist das schön für ihn. Am Nachmittag sind nochmal, pass auf, Sport, Erlebnispädagogik oder Barfußfahrt? Erlebnispädagogik. Si líp auch für die Fotos. Ukaž jim tady, Kristínko, ten svůj deník. Tady, tady, hele. Tady máš deníček, tamhle. Ukaž, ukaž, Kristínko. Ja, sie hat gern diese Züge. Das ist ein Direktor der Wettkampf. Weil wir machen auch Sport. Das war so Laufen, Athletik. Sie macht Strado. Sie will ein Foto mit dir machen. Taxi, počkej, tak tady si ještě si. Kristinka liebt die Fotos. Sie liebt, sie, ich denke, sie lebt viel in der Erinnerung. Mit den Fotos dann erlebt sie das wieder und wiederholt die Situation. Hello. Als meine Lehrerin mich gefragt hatte, ob ich das machen möchte, habe ich ja gesagt. Dann wollte ich wieder nicht, weil unsere Lehrerin halt auch gesagt hat, dass wir mit ihnen den Tag verbringen werden. Und da habe ich mir dann so gedacht, da bleibt ja nicht so viel Zeit zum Nachdenken dann. Und mal ein bisschen alleine sein und mal nichts tun. Aber es war eigentlich genau das Gegenteil. Ich konnte
so besser als gedacht. So ein bisschen abschalten. Bardzo zadowolona z tego pobytu tutaj. Poznałam wiele różnych ludzi, nawiązałam nowe znajomości z obcokrajowcami. Myślę, że to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo mogłam porozumiewać się tutaj po angielsku, trochę po niemiecku, ale też czasami jak nikt mnie nie rozumiał, to próbowałam coś pokazać. W każdej z tych grup są jakieś takie osoby, które nie wiem, nadają taki sens temu spotkaniu. Każda osoba coś wnosi tutaj, jakiś uśmiech, jakieś ciepłe słowo. Myślę, że każdy przyczynił się właśnie do tego pobytu tutaj i to będzie dla mnie takim najlepszym wspomnieniem. Dass ich eigentlich viel mehr lachen müsste. Ja. Das habe ich heute an der Christina gesehen, wie lang sie sich über etwas für uns eigentlich total Banales gefreut hat. Und bei uns ist das eigentlich so was völlig Selbstverständliches, wenn man jetzt irgendwie ein Eis isst oder sowas. Aber die Christina, die hat noch eine Stunde danach gesagt, dass sie das total toll fand. Ja, geht bald nach Hause, ja? Ja. Philipp steigt als Erster aus. Wo ist deine Karte, Claudia? Möchtest du nach Hause? Drüben. Ja, dann werden wir dich jetzt bitte holen. Ja. Warum nicht? Ich fand die Woche war schön. Hier ist es schön. Ja, gab es das mir jetzt für die Gaune, wenn wir die gekauft haben? Ja. Ja, eben. Er hat auch gemeint, er möchte dann nächstes Jahr so 2 Monate hier arbeiten. Er könnte im Büro helfen. Und dann wäre er ein bisschen länger hier. Müssen wir uns mit der Betreuung abwechseln. Ja, leider müssen wir dann auch mitfahren. Myślę, że wczoraj był taki moment, kiedy wszyscy zebraliśmy się i zaczęliśmy grać w piłkę i właśnie Filip, który jeździ na wózku, stał na bramce i z całych sił bronił i w ogóle to było takie niesamowite i myślę, że to była taka jedna ze wzruszających chwil tutaj.
Ja, das am Lagerfeuer. Da hätte ich fast angefangen zu heulen. ja, als du Gitarre gespielt hast, als der Peter gesungen hat und das war alles so schön. Und ich habe vorher gar nicht gedacht, dass das so schön werden kann, weil bei uns ist das so, wie wir treffen uns im Dorf, was machen wir heute? Wir sitzen da und fragen den ganzen Abend weiter, was wir machen. Was anderes ist das eigentlich nicht. Und hier habe ich eben gedacht, dass hier habe ich das nicht für so schön gefunden. Alter. Ich werde schon vermissen. Okay. Ich schreibe auch.